Hallo und Hare Krishna, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Jayadev. Und mein Name ist Bhakti Lata. Und gemeinsam lesen wir aus der Bhagavad Gita, wie sie ist, übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bevor wir loslegen, noch den Hinweis, dass ihr den Vers, den wir heute lesen, wieder in der Videobeschreibung findet. Und bevor wir starten, sprechen wir noch gemeinsam einen vedischen Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen aus dem zweiten Kapitel, Vers 13. So wie die verkörperte Seele in diesem Körper fortgesetzt von Knabenzeit zu Jugend und zu Alter wandert, so geht die Seele beim Tod in ähnlicher Weise in einen anderen Körper ein. Ein besonnener Mensch wird durch einen solchen Wechsel nicht verwirrt. Wir sind hier schon in der Essenz der Lehre, der Reinkarnation, der Lehre der Seelenwanderung, ja, die hier von Krishna an Arjuna beschrieben wird. Und ich denke, mit einem Teil davon, der ist uns sehr nah, nämlich wo Krishna beschreibt, dass die Seele fortgesetzt von Knabenzeit zu Jugend zu Alter wandert. Also wir haben einen Körper als Kind, wir haben einen Körper als Heranwachsender, als erwachsener Mensch und wir haben im Alter einen Körper, verstehen aber, dass ich immer noch die gleiche Person bin, wie vor 40 Jahren. Ich bin immer noch die gleiche Person, aber ich habe nicht mehr den gleichen Körper. Mein Körper unterscheidet sich in vielen, vielen Aspekten von meinem Körper vor 40 Jahren. Und dieser Körper wandelt sich im Laufe des Lebens, ja. Man könnte auch sagen, der Körper des Kindes stirbt und man nimmt den Körper eines Jugendlichen an und der Körper eines Jugendlichen stirbt und man nimmt den Körper eines Erwachsenen an. Aber es ist ein allmählicher Wandel, das Heranwachsen und das Wachsen dieses Körpers und der Verfall dieses Körpers, der dann auch unweigerlich entsteht für jedes Lebewesen. Und für uns Menschen. Ich denke, das ist für viele von uns nicht schwer zu verstehen. Deswegen sagen auch alte Menschen, dass sie sich immer noch genauso jung fühlen, auch wenn ihr Körper das nicht mehr ausdrücken kann wie in der Jugend. Ja. Aber die Person bleibt die gleiche, das Individuum bleibt das Gleiche. Krishna sagt hier eingangs in dem Vers, gibt er einen entscheidenden Hinweis, wie ich finde, wie die verkörperte Seele in diesem Körper fortgesetzt von zu wandert. Die verkörperte Seele. Also, er unterscheidet hier zwischen uns als Seele und unserem Körper, der diesem Wandel unterworfen ist. Und das ist wichtig zu berücksichtigen in unserer eigenen Ausrichtung, in unserem eigenen Verständnis, in unserem Verständnis vom Selbst, dass wir genau diese spirituelle Seele sind. Wir sind ebenso wenig wie ich dieser Kapuzenpulli bin oder
genauso wenig wie ich meine Hauslatschen bin, bin ich dieser Körper. Der Körper ist anders mit mir verwoben. Aber genauso wie die Hauslatschen und der Pulli vergehen oder eine Zeit lang passen und irgendwann nicht mehr passen, vergeht dieser Körper. Aber das Lebewesen, das sich darin befindet, die spirituelle Seele, vergeht nicht. Und das ist, das ist ein Teil des Verständnisses, was wir in unserer spirituellen Praxis entwickeln und kultivieren wollen, um zu verstehen, wer sind wir eigentlich und was sind unsere eigentlichen Bedürfnisse als spirituelles Wesen. Da werden wir noch, ich denke, viel drüber hören in den nächsten Videos. Ja, ganz, ganz bestimmt. Wir haben ja gerade erst angefangen und sind am Anfang des zweiten Kapitels. Ich fand auch, also nur um das nochmal aufzugreifen, ich bin mir nicht sicher, wie wahrheitsgemäß das ist, aber ich habe auch mal, der Körper besteht ja aus ganz vielen kleinen Zellen, die sich immer auch erneuern. Und ich habe mal gehört, dass wir alle 7 Jahre einen komplett neuen Körper besitzen. Wie richtig das ist, weiß ich nicht, aber ich finde, die Vorstellung klingt für mich logisch, weil sich unsere Zellen stets erneuern müssen. Und dass wir dann in bestimmten Abständen einen komplett neuen Körper haben, das finde ich schon super spannend, wenn man das hört. Und ich finde, das passt dann, also das, ja, ich finde das, was wir aus der Bhagavad Gita lesen, das passt so sehr zu dem, was unsere Wissenschaft da auch herausfindet. Und ich denke, ein Punkt, warum es uns verwirren kann, weil also der zweite Teil des Verses sagt ja, ein besonderer Mensch wird durch einen solchen Wechsel, also der Wechsel von der Seele, von Körper zu Körper, nicht verwirrt. Warum es uns verwirren kann, ist, weil wir ja nicht sehen. Wir sehen ja nicht, wo wir hingehen. Wir sehen nicht, was danach passiert. Also wir sehen nur, wie von uns ein geliebter Mensch geht und scheinbar nicht mehr da ist. Und das füllt uns mit Schmerz. Und das ist vollkommen verständlich. Und ich finde es aber auch so eine tröstliche Vorstellung. Ich finde es eine tröstliche Vorstellung, dass danach nicht alles vorbei ist. Sondern, dass wir als Seele, die schon von Kind an in dem Körper wandert, also nicht im Körper wandert, aber der Körper wandelt sich und die Seele bleibt dieselbe, dass diese Seele erhalten bleibt und dass wir somit niemals vergehen. Wie schön. Ja, das schafft mehr als eine neue Perspektive auf unser Leben. Das schafft eine komplett zusätzliche Dimension in unserem Leben, ohne dass wir unser Leben verlassen oder aufgeben. Ja? Wir sitzen hier in unserer Wohnung. Wir müssen nicht die Wohnung verlassen, um diese Dimension in unser Leben zu lassen und zu integrieren, sondern wir können durch unsere spirituelle Praxis, durch das Chanten von Hare Krishna zum Beispiel, durch das Lesen von spirituellen Schriften wie der Bhagavad Gita oder durch den Austausch von anderen Menschen auf diesem spirituellen Weg diese spirituelle Dimension in unser Leben lassen und dadurch klarer werden und gelassener werden und vielleicht auch liebevoller werden mit uns und mit anderen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt unseren Kanal abonnieren und auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine Nachricht, sobald das nächste Video hochgeladen wurde. Bis bald. Hare Krishna. Hare Krishna.